Hallihallo und recht herzlich willkommen zurück zu den wahrscheinlich letzten zwei Malen, die wir hier durchlaufen müssen. Wir haben einige Pokémon im Team. Sandama ist jetzt, habe ich mal drin behalten. Wir haben aber Gaga, Raikou, Inteleon. Ja, die zwei. Also Reptane bleibt auf jeden Fall drin. Sandama ist noch fraglich. Drücken wir so aus. Hallo Frau. Los geht's. Nee, ich. Nein. Uff. Los geht's. Warte mal, hat die andere irgendwie noch einen coolen Weg gefunden mittlerweile wieder? Ja, hat sie. Kyurem. Ja, okay. Hau mal Carpetoro raus. Dann gehen wir jetzt mal den Kyurem Weg. Mal schauen, was uns da erwartet. Alleine kämpfen. Ja, nicht mal Kolossant. Oh Mann, die Idee hätte ich auch gern gehabt. Oh, was? X Kingler! X, hallo! Oh mein Gott. Er hat Kingler genommen, ja, wir haben. Aber er kann es ja nicht wieder maximieren, was nur wir können. Oh, was ab. Oh mein Gott, das ist so viel. Oh, jetzt warte mal. Wasser, Elektro, dich brauchen wir nicht. Wasser, Willi, Aquana. Pflanze, Roselia, Giflor. Gift ist Riffex. Wir gehen den Elektroweg. Gift ist Riffex. Und wenn wir Glück haben, könnte Riffex ein X-Pokémon sein. Das wäre natürlich krass. Hallo Voltenso. Also könnte sein, dass diese Folge heute ein bisschen Überlänge hat. Zeige ich euch gleich im Voraus. Dynamax Brandsand. Wäre natürlich sau viel Glück, wie ich gesagt, wenn wir jetzt einem Pokémon irgendwie erwischen, was. Die Gewaldro oder so, das wäre natürlich nochmal ärgerlich. Aber wie gesagt, eigentlich war es geplant, dass heute wirklich die letzte Folge hier ist. Wenn wir das Team dann wieder nicht fertig kriegen, ist halt auch ärgerlich, klar. Er hat halt einen X-Kingler. Vielleicht noch eine Fauschen, Alter. Mit dem Faxo kriegt er erstmal ordentlich eins auf den Deckel. So, und jetzt haben wir hier mal. Also mit dem Mix kommen wir auf jeden Fall nicht bis zu Kyurem, das kann ich euch gleich sagen. Düne Erdstoß. Der sollte aber eigentlich jetzt fett reinziehen. Macht er auch. Und Body Slam sieht ganz gut aus. Wie gesagt, sollte Riffex Dynamax X sein, also Dynamax Form sein, dann würde ich Raikou rausschmeißen aus dem Team. Wenn nicht, fangen wir hier Kyurem und gehen mit Kyurem raus. Nicht fangen, nein, danke. Lamus gewesen, da drüben sehe ich gerade. Aquana. Oder Wheelie. Wir müssen auf Aquana gehen, wir haben keine andere Wahl. Wir kommen nämlich sonst nicht zu Riffex rüber. Hallo. Kleiner Stinker. Das ist immer noch eins der schönsten von Evolis Entwicklungen. Also im Vergleich zu Flamara und Blitzer.
Jawohl, Voltenso haut gleich mal rein. Arcavelli könnte uns treffen. Jawohl, die trifft auch uns. Fokusstoß. Warum kann Morlord Fokusstoß? Jawohl, hau ihm ein... warum? Warum wirkt der Scheiß denn bei uns selber, bei unserem Mitstreit und Charme? Oh ja. Sofern du mich nicht wieder mit Aquastoß triffst, ist mir das wurscht, Bruder. Arcana. Oh, ist vergiftet, sehr schön. Donnerschlag, ja. Blitzfänger von Voltenso steigt. Steckt Angriff, oder Spezialangriff. Schadet ja nicht. Schadet ja nicht. Aber irgendwo ist halt auch ärgerlich. So. Es verliert halt noch KP, weil es vergiftet ist. Spukball. Weiter draufhalten. Hochspannung. Durch mit steigendem Angriff von Voltenso ist das natürlich super. Dunkelnebel. Trifft uns alle. Amnesie. Spukball von uns. Donnerschlag wird umgeleitet auf Voltenso. Nun sollte Voltenso das jetzt eigentlich demnächst beenden in der nächsten Runde. Das brauchen wir jetzt nicht nochmal anwenden hier, weil wie gesagt. Ich weiß nicht, ob das natürlich dann für die nächste Runde reicht, aber wenn wir es in die nächste Runde aufladen könnten, wäre das halt super, wenn wir es dann bei Curem wieder anwenden könnten. So, Fangversuch starten. Nein, danke. Ich habe an Aquana absolut kein Interesse. Aber Helga nimmt Aquana mit statt Manfaxo. So, und jetzt dürfen wir wählen. Und da entscheide ich mich jetzt mal frech für Riffex. Das könnte nämlich ein V-Pokémon sein. V-Pokémon, Giga-Dynamax-Pokémon. V-Max steht auf den Karten, jetzt habe ich's. Und das ist es! Das ist es! Geiler Scheiß! Hallo Riffex! Gift Boden. Gift Elektro meine ich. Wollte ich mir gerade überlegen, wir können es ja wahrscheinlich nicht mehr im Kampf einsetzen. Hier, also es bleibt, würde die normale Riffex-Form bleiben. Das ist natürlich mega cool, immer ins Hand, klar. Oh, es kann nicht angreifen wegen Blitzfänger von Voltenso. Das ist nice. Und wie gesagt, Curem fange ich halt dann aus dem einfachen Grund nicht, weil ein Curem habe ich halt schon. Wie gesagt, ich habe vom Pokédex, mir fehlen insgesamt nur noch 20 Pokémon oder so. Und Curem habe ich mehrfach. Also ist es in dem Sinn jetzt plötzlich nicht so wichtig. Aber ein Giga Dynamax Riffex habe ich halt nicht. Natürlich nehmen wir das jetzt auf. Statt Kolossant. Und wir advancen zu niemand geringerem als Curem. Eisdrache, leuchtet schön. Hitzekonda einerseits eigentlich sehr effektiv, andererseits wirkt es halt gar nichts. Boah.
So, wir können jetzt, glaube ich, die Giga-Dynamax einsetzen. Jawohl, können wir. Dyna-Angriff auf Kyurem. Von Angriff zu Angriff schwächer. Düne-Angriff. Das setzen wir auch gleich an. Quana muss er kurz schlucken. Das wird vielleicht sehr interessant. Der Kampf gegen Kyurem. Vergiftet, das ist gut. Also vergiftet Kyurem natürlich nicht Mollard sich selbst. Psychobeißer. Ja, eine Attacke, die alle vier treffen. Dasselbe hatte ich, die Angst hatte ich halt bei Ho-Oh auch. Weil man dachte so, wenn es jemand kam, dann wahrscheinlich Ho-Oh. Sieht mir da schon sehr, sehr stark aus. Muss ich jetzt an der Stelle schon mal sagen. Eisdrache, by the way. Einer von uns ist schon weg. Und die anderen kommen mit der Attacke nicht ganz so hinterher. Oder mit den Attacken. Die machen nicht so viel Schaden. Das ist jetzt schon ein bisschen ärgerlich. Wir haben es jetzt im gelben Bereich. Boah, Alter. So, und jetzt hat er halt wirklich zwei weitere Pokémon knapp an der Niederlage dran. Deswegen glaube ich, dass wir hier gegen Kyurem keine Chance haben werden. Aquana hat es, glaube ich, geschafft. Wir nicht. Und Voltenso auch nicht. Oder? Nein, Aquana. Ja, noch eine Schallwelle und das war's. Schlägt Kyurem uns. Wir gehen hier mit Reflex raus. Nicht allzu ärgerlich, weil wir ein super cooles Reflex bekommen. Drei Düner erst dazu. Egal, Hauptsache Pokémon. Nochmal. Fakt ist, dass wir jetzt aber wieder kein Teammate bekommen haben. Theoretisch fehlt uns nur noch eine. Alleine kämpfen.
Gute Wahl, Pantimos. Nee. Danke. Kleopatra war tatsächlich die schlechteste, weil Psyche normal. Das ist zu schnell, das ist zu schnell. Oh, Fee. Fee. Psycho normal. Fluggestein, Elektro, Eis. Wir wählen den Elektroweg. Da wäre Libeldra noch mal drin. Ich glaube, der Elektroweg ist Luxtra. Sollte das der Fall sein, haben wir morgen noch mal eine Folge hier. Es tut mir so leid. Ich dachte, das Teambuilding geht wesentlich schneller als geplant. Hey! Guck mal, wer da mit uns kämpft. Mila kämpft mit uns. Das ist cool. Das ist sehr cool. Machen wir mal die Magieflamme raus, oder? Fee, ist das Xerneas? Das war nämlich das erste legendäre Pokémon vom Typ Fee. Das wäre cool. Legendäre Pokémon. Ich muss nebenbei kurz googeln. Legendäre Pokémon. Fee. Zacian ist auch Fee. Also der Haupttyp muss Fee sein. Der erste Typ muss Fee sein. Und das ist Zacian. Xerneas. Zacian oder Xerneas. Ansonsten zwei Typ Fee. Hätten wir die vier Kapus, Diance und sonst niemanden. Also es muss Zacian oder niemand Geringeres als Xerneas sein. Und Xerneas würde ich mir eingehen lassen im Team. Das heißt, dann müssten wir jetzt mit Luxio oder Luxtra rausgehen. Weil das wollten wir eigentlich unbedingt haben im Team. Nehmen Luxtra statt Raikou mit und tun dann eben Xerneas als legendäres dazu. Würde ich mir eingehen lassen. Mila mit Eissturm, jawohl. Aber wie gesagt, müssen wir erstmal hier weiterkommen. Das wäre mega cool. Wir verlieren unseren Superstatus. Komm, eine mini kleine Attacke. Danke, Mila. Nicht fangen. Das ist Luxtra, ja. Da ist ja Libeldra noch drin. Uiuiui! Das könnte so cool werden. Wir müssen Luxtra dann fangen jetzt. Hallo! Lange nicht mehr gesehen. Luxtra war das letzte Mal in meinem Team. Diamant, Perl und Platin. Seitdem hatte ich Luxtra nicht mehr im Team. Deswegen wäre es doppelt so cool, wenn wir es jetzt wieder reinkriegen würden.
Sehr schön. Wir werden nach auf jeden Fall zu Luxtra wechseln. Wir müssen erstmal schauen, was Lux da für Tacken hat. Dünerbrand, auf geht's. Mich in der nächsten Folge nochmal, wie gesagt, zwei Läufe. Dann könnte man nochmal schauen, was rauskommt. Wenn wir jetzt Luxra nehmen, würden morgen dann im ersten Anlauf natürlich auf den gehen. Auf Xerneas, wenn es Xerneas ist. Den zweiten Run starten. Dann wäre das Team nicht eigentlich vollständig, dann behalten wir so einen Dame nämlich einfach. Doch, wir nehmen es auf. Knogger. Ja, dann gehen wir hier auf die Psycho-Schiene. Da können wir weniger falsch machen. Hallo Xatu, und das ist perfekt, weil das Psycho-Flug ist. Geil. Absolut geil. So, und da haben wir natürlich dann auch jetzt einen Vorteil mit Luxtra, klar. Weil hier Luxtra haut jetzt die Hochspannung raus. Das war unüberlegt. Och Leute, was macht ihr denn? Gut, Luxtra müsste dann bei uns ein paar bessere Attacken lernen, klar. Jawohl. Gute Attacke. Gut durchdacht. Luxra haut die hoch. Ich finde es halt cool, dass wir jetzt Luxra mehr oder weniger dann doch noch bekommen. Obwohl von uns eigentlich niemand mehr damit gerechnet hatte. Jawohl, und somit sollte das Thema durch sein. Cleopatra haut die Gewissheit raus. Bismarck verletzt sich lieber selbst. Akrobatik und Xatu ist besiegt. Und wir kommen somit in die letzte Runde gegen Xerneas. Emily nimmt Xerneas statt Quatermack. Ist es Xerneas? Ist es Zacian? Wir werden es gleich sehen. Aber so viele Pokémon vom Typ Fee als Ersttypen gibt es nicht. Und es ist der wundervolle Hirsch, den ich erwartet hatte. Eines der schönsten Legendären, die es, glaube ich, je gab.
Ein wundervolles Pokémon. Von Xerneas ist wirklich... Fasziniert mich immer wieder. Hat aber eine scheiß gute Verteidigung, alter Verwalter. Nicht so geil. Was? Oh mein Gott, das wirkt auf alle. Oh mein Gott! Alter! Was ist eigentlich die Schwäche von Fee? Ich weiß nur die Stärke. Götter noch. Auf Xerneas natürlich. Ich versuche gerade die Schwäche herauszufinden. Oder Stahl. Gift oder Stahl. Alles klar. Das heißt, wir müssen das nächste Mal ein Pokémon finden, was Gift und Stahl im Blut hat morgen. Um Xerneas hier ein bisschen außer Form zu bringen. Ja, mein Gift-Pokémon. Alter, das war ein Doppelkill. Poiski, Poiski. Ja, Xerneas wird witzig. Xerneas wird sehr, sehr witzig. Uff, das war eine harte Niederlage. Das war eine harte Niederlage, Freunde. Luxtra, auswählen. Ja. Luxtra, das Glühaugen-Pokémon. Typ Elektro, Größe 1,4 Meter, Gewicht 442 Kilogramm, bekämpft 2. Dieses Pokémon verfügt über einen Röntgenblick. So kann es im Nu Beute aufspüren, selbst wenn sich diese hinter dicken Wänden versteckt. Nice. So. Den Weg müssen wir uns auf jeden Fall speichern. Löscht Zapdos für mich bitte. So. Pass mal auf. Raikou bleibt vorerst mal noch drin. Riffex raus. Danke vielmals für die Mitarbeit, liebes Riffex. Den Platz übernimmt aber Luxtra für dich. Dann haben wir noch Raikou. Raikou wird aber rausfliegen eben für Luxtra. Intellium bleibt mal drin. So. Dann sehen wir uns morgen wieder. Ich verabschiede mich mal. Sagt ciao mit V. Ja, und dann hoffen wir einfach, dass es morgen gegen Xerneas besser klappt. Bis dahin. Bleibt gesund.